Ich bedanke mich recht herzlich für diese ausführliche Darstellung nicht nur Vergangenheit, aber auch aktuelle Situation der griechisch-katholischen Kirche in der Slowakei. Und ich danke auch beiden hochverehrten Referenten für wirklich, dass die diese Referate sehr pünktlich zu unserer Aufmerksamkeit gebracht haben. Und jetzt haben wir dadurch auch eine Möglichkeit, die Fragen, Kommentare, Reaktionen auf die Referate zu stellen oder auszutauschen. Ich bitte ja um die Meldungen. Bitte schön. An beiden Referenten. Oder eigene Gedanken. Herr Bischof, bitte sehr herzlich. Bischof Florentin. Sono il Vescovo Florentin di Romania, di Cluj. Non è una domanda proprio, ma forse è una... Mein Name ist Bischof Florentin aus Cluj. Ich habe weniger eine Frage, sondern einen Kommentar. Es geht um den Gedanken der Freiheit. Wir haben gerade zwei sehr schöne Vorträge gehört. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir Bestärkung in unserem Glauben finden, dadurch, dass wir sehen, dass auch andere Kirchen dasselbe erlebt haben und mit großer Stärke Widerstand geleistet haben. Diesbezüglich mein Dank an Jan Babiak, unseren großen und geschätzten Freund. Was ist die Lehre, die wir aus dieser Erfahrung der Märtyrer und ihrer Freiheit gezogen haben? Ihr Kampf war ja nicht ein Kampf gegen die Orthodoxen oder gegen die Kommunisten. Und das muss ganz klar sein. Es war ein Kampf gegen die Kraft des Bösen, die versuchte, sie von ihrem eigenen Glauben abzubringen. In diesen schwierigen Bedingungen unter Haft haben sie das verstanden. Und das hat ihnen eine große, große Freiheit gegeben. Ich erinnere mich an die Worte des Bischofs Bloscaro. Er hatte schon ein hohes Alter erreicht, ist inzwischen verstorben. Und er sagte zu einem seiner Folterknechte, er war 17 Jahre in Haft. Und man fragte ihn, willst du nach all den Jahren im Gefängnis nicht endlich frei sein? Und er sagte, aber ich bin doch frei. Ihr seid nicht frei. Und man entgegnete ihm, aber wie meinst du das? Ich gehe dahin, wo ich will, ich kann sagen, was ich will. Und er sagte, nein, das ist nicht wahr. Du kannst nicht hingehen, wohin du willst. Auch dir folgen deine Kameraden. Du kannst nicht sagen, was du sagen willst, weil du den Einschränkungen deiner Vorgesetzten unterliegst. Ich bin hier, weil ich das gesagt habe, was ich denke. Und deshalb bin ich frei. Diese innere Freiheit, die konnte ihm niemand nehmen. Und ich schließe mit einem wertvollen Wort, das wir in einem Martin Aron gewidmeten Buch lesen, einem weiteren Glaubenszeugen, einem Ungarn lateinisch-katholischen Glaubens. Es war dies aber ein Spruch aus den östlichen Ländern. Quando è tagliato dall'anca. Es gibt ein Holz, das einen ganz besonderen Duft ausströmt. Und dieses Holz strömt diesen Duft aus auch und es duftet so auch das Beil, das es schlägt. Und dasselbe trifft auch auf die Märtyrer zu. Ihre Peiniger sahen das Verhalten
der Märtyrer während der Folter und dadurch schafften es, die Märtyrer, auch die Peiniger zu überzeugen, genauso wie dieses Holz auch die Axt mit Duft überzog. Ich habe nicht eine Ergänzung. Philipp Hanoncourt, römisch-katholischer Theologieprofessor, mit einiger Erfahrung aus christlichen Gebieten im Osten. Auch in meiner Verwandtschaft sind in der Nazizeit Häftlinge in Dachau oder später auch in Moskau, in der Lubjanka gesessen. Aber mir wurde immer wieder erzählt, dass in der Schicksalsgemeinschaft der Gefangenen die Konfessionsgrenzen kaum mehr eine Rolle gespielt haben, sondern dass evangelische, katholische, orthodoxe und griechisch-katholische Häftlinge das Einssein in der Kirche wahrgenommen und auch praktiziert haben. Es hat Evangelische gegeben, die bei der katholischen Messe zur Kommunion gegangen sind, wenn es überhaupt möglich war zu zelebrieren. Also die Interkommunion war in vielen Gefängnissen selbstverständlich, ohne lang zu fragen. Warum ist es nicht möglich, in der Freiheit diese Erfahrung mitzunehmen und das Einssein deutlicher zu praktizieren? In der Freiheit haben viele Feindseligkeiten wieder begonnen, Misstrauen wieder begonnen, und das finde ich eine Katastrophe. Danke. Ich denke, dass das ist ja vielleicht eine Frage an Herrn Bischof Milan, wenn er antworten will. Oder seine Eminenz wird uns helfen. Einfach, wenn Sie ein paar Gedanken dazu sagen können, bitte. Ich probiere es. Wenn man im Auto sitzt, auf der Straße entlang fährt, dann gibt es Regeln, die wir beachten müssen. Regeln gibt es nicht einfach nur so, damit wir Regeln haben, sondern damit wir uns im Straßenverkehr richtig verhalten. Das ist jetzt nur ein Vergleich, um zu zeigen, dass wir auch in der Kirchengeschichte gelernt haben, dass man nicht alles in einen Topf schmeißen kann. Ich verstehe natürlich die Frage hier in Österreich, in Deutschland, aber ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung der griechisch-katholischen Kirche und deshalb kann ich Ihnen hier eigentlich keine Antwort geben. Für uns ist es aber klar, für die Einheit brauchen wir klare Regeln, klare Zeichen, die von beiden Seiten genau vorgegeben werden. Die Einheit hatte ihre Zeichen, ihre Regeln. Sowohl was die Einheit mit den Brüdern der Orthodoxie betrifft, als auch was die evangelische Kirche betrifft. Wir brauchen hier diese Zeichen oder Vorzeichen. Das wäre meine bescheidene Antwort auf Ihre Frage. Für die derzeitige Zeit wissen wir nicht mehr, aber wir wissen nicht, was sich in 10, 15 Jahren in Europa tun wird. Hier kann es vielleicht Fortschritte geben. Ich persönlich möchte einfach sagen, dass wir das hier nicht vergleichen können, die Zeit der Unterdrückung der Kirche mit dieser Zeit. Ich kann ein Beispiel aus unserem Bereich liefern. Wir hatten zum Beispiel für die Jesuiten die Möglichkeit, dass sie heimlich zu katholischen Bischöfen geweiht werden konnten. Aber das war dann nicht mehr dasselbe, als 1989 der Kommunismus fiel.
Das waren einfach zwei ganz unterschiedliche Situationen. Und ich glaube, man kann das nicht als Vorwand nehmen, um das jetzt zu wiederholen. Das überzeugt mich eigentlich nicht. Danke. Ich verstehe, das ist wirklich sehr komplizierte Frage und wir können vielleicht so ein extra Symposium zu dieser Problematik machen. Eine mögliche Teil der Antwort, wenn ich mich sozusagen etwas dazu sagen erlaube, könnte sein, dass wir auch gerade über diese Erfahrungen aus schlimmen Zeiten zu wenig wissen, dass wir zu viel über gegenseitige Schmerzen oder über, dass wir oft gegen anderen sozusagen verschiedene Vorwürfe öfter sagen, als gerade über solche Themen wirklich ernsthaft, wissenschaftlich, auf Quellen fundiert sprechen. Und ich denke auch in diesem Sinne, unsere Tagung ist eine gelungene Sache, dass wir darüber mehr erfahren. Ich denke, die Unkenntnis, das ist auch ein Grund für sozusagen Betrachtung den anderen als Feinden und nicht als jemanden, mit dem man auch etwas nicht nur Ähnliches, aber Gemeinsames hat. Und das ist wichtig, dass wir diese Gemeinsame so viel wie möglich in unserer Geschichte, aber auch in unserer Gegenwart erfahren zu können. Gut, aber ich sehe, das ist gefährlich, dass ich zu viel rede. Ich bitte dann um die Wortmeldungen aus dem Saal. Bitte schön. Mein Name ist Gregor Henkel-Donnersmarck, emeritierter Abt von Heiligenkreuz. Ich stelle keine Frage, sondern ich möchte nur ein historisches Detail aus der unmittelbaren Erfahrung von Heiligenkreuz berichten. Von den Nationalsozialisten verfolgt waren bei uns in Heiligenkreuz zwischen 1943 und 1945 zwei byzantinisch-katholische Theologiestudenten. Ich nehme die Pointe vorweg. Der eine davon hat Ivan Hlavinec geheißen und war nach der Wende in Prag der zuständige Oberhirte für die byzantinischen Katholiken in der Tschechischen Republik. Wie paradox die Situation in so einer Verfolgung ist, zeigt, dass sie also in Heiligenkreuz aufgenommen wurden, dort irgendwie geduldet wurden. Dann rückte die Rote Armee ein, die natürlich Geistlichen und schon gar, wenn sie sich mit den Russen verständigen konnten, sehr skeptisch, um nicht zu sagen mörderisch, gegenübertraten. Und trotzdem waren diesen beiden Theologiestudenten damals, Ivan Hlavinec und sein Kollege, imstande, Heiligenkreuz enorm viel zu helfen in der Verständigung mit der Roten Armee. Trotzdem, ich habe ihn dann beim Mitteleuropäischen Katholikentag, da war er schon im Rollstuhl und nicht mehr ganz so beweglich und ich glaube auch nicht mehr im Amt für Prag und für Böhmen getroffen, habe ihn nach Heiligenkreuz eingeladen und er hat mir trotz Rollstuhl die Situation nachgestellt, wie er zwischen Refektorium und Brunnenhaus in Heiligenkreuz nahezu erschossen worden wäre, weil er den Heiligenkreuzer Mitbrüdern Kaffee gebracht hat. Das nur als Detail für die erstaunlichen Verflechtungen von Verfolgungen unterschiedlicher Art und Solidarität über die Jahrzehnte hinweg. Danke. Bitte schön, gibt es noch Wortmeldungen? Wenn nicht, dann sind wir gut mit der Zeit. Ah ja, Entschuldigung, ja. Der Josef, bitte. Ja. I'll speak in English to make it. Ich werde Englisch sprechen. Seit dem Symposium, ich hätte eine Frage an Herrn Bischof Milan. Was bedeutet es, Christ zu sein heute, dass das Thema unseres Symposiums ist? Im Jahr 1944 gab es in der Kirche von Mukachevo einen 33 Jahre alten Priester, Theodor Romscher, der Bischof war,
der vom seligen Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen wurde als Märtyrer. Und er studierte in seinem Leben und in seinem Märtyrertum, also wenn man sein Leben und sein Märtyrertum studiert, dann kann man sehen, dass er die Kirche auf schwierige Zeiten vorbereitete. Und dann gab er sein Leben für Christus. Meine kurze Frage ist, was wäre der Aspekt eines Führers, eines Leiters, also in konkreten Worten, was ist die Führung gemäß den Bezeugungen unserer Märtyrer und was können wir aus Ihrem Beispiel für die Führung heute mitnehmen und wie können wir damit heute leben und umgehen? Vielleicht nur ein kurzer Anstoß zur Überlegung. Oh, ja, Frau Setja. Ihre Frage erinnert mich daran, wie Doina Kornia, über die ich ja auch sprach. Wie sie über Bischof Hosu und die anderen griechisch-katholischen Bischöfe nachdachte, die ja sehr lange vor ihr schon in Haft waren. Sie erzählte ihren jungen Studierenden von diesen Menschen als moralischen Vorbildern, als moralische Vorbilder des Widerstandes, die ihren wahren Werten treu blieben in einem Regime, das nicht nur durch Haft die Gedankenfreiheit zerstören wollte, sondern überhaupt in unserem Land, das als Ganzes ein Gefängnis war, wie alle kommunistischen Länder ein Gefängnis darstellen. Und ich denke, dieser Vorbildcharakter bleibt bis heute erhalten. Heute heißt es oft, wir haben keine Vorbilder mehr. Und ich glaube, es ist unsere Berufung, einen Weg zu finden, wie wir diese Menschen als Vorbilder für unsere Jungen bewahren können, für unsere jungen Menschen. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, dies zu tun. Ich denke hier nicht nur an Bischöfe und Priester, die verhaftet wurden, sondern auch an Laien, an Männer und Frauen, die in Haft saßen und die auch weiterhin Vorbilder für uns sind. Mein Eindruck des seligen Bischofs Teodoro, dessen Biografie ich gelesen habe, ist, dass er wirklich ein leidenschaftlicher Anhänger Christi war. Und zwar so sehr, dass er sogar nach Russland gehen wollte als Missionar. Er wusste ja schon damals, was seit 1917 in Russland geschah. Das wusste er ganz genau. Aber er hegte so große Liebe für Jesus, dass bereits vor 1944, als er zum Märtyrer wurde, er bereit war, sein Leben für Gott zu geben, für die Rettung der Mitbrüder. Und das ist auch für uns heute ein Beispiel, ein Vorbild. Es fehlt uns an Glauben, an Vertrauen in Christus. Ich bin überzeugt, dass wir in Europa heute uns, ich wage das jetzt so zu sagen, dass wir in Europa uns heute in derselben Situation befinden. Wir
werden ständig angegriffen, unser Leben, unsere Familie, das ungeborene Leben wird ständig angegriffen, die Unschuld der ungeborenen Kinder. Darüber spricht man in der Kirche nicht sehr oft, auch in der Slowakei zum Beispiel, aber es ist so. Und deshalb mein Verweis auf Teodoro. Er wusste, was dort vorging. Er wusste, was in Lemberg, in Galizien geschah. Aber er wurde sich auch der Tatsache bewusst, dass das sein Schicksal war, dass das sein Weg zu Christus war. Das wird greifbar anhand dessen, was wir heute sehen. Und ich bin überzeugt, dass er weder von den Nazis noch von den Kommunisten korrumpiert werden konnte. Und deshalb mussten sie ihn umbringen, weil er einfach rein war. Seine Seele war rein. Sie war nur für Christus. Er war ja noch jung, er war erst 37 Jahre alt. Und für uns alle, auch für die jungen Menschen heute, ist dies ein wichtiges Zeugnis, das eigene Leben im Ernst mit Christus zu leben. Nicht halbe Sachen machen, sondern ernsthaft dem Ziel nachgehen. Das ist das Vorbild der Märtyrer, die wir nicht wollen als Beispiele, über die wir weinen können, sondern als Vorbilder für das Leben Christi heute in Europa. Worte zu dieser Runde, und ich bedanke mich bei allen Referenten, diesen, die Vorträge vorbereitet haben, die das Vorlesen haben, die auch die Fragen beantwortet haben, und ich danke auch allen für Aufmerksamkeit und aktive Teilnahme an dieser Runde.